Gestern hat es für die Rote Zora alias Nele einfach nicht gereicht, weil Herr Kumpner der Meinung war, Lamm zu durch, zu viel Knoblauch am Hummus. Für Nele hat es leider nicht gereicht, weil mir das Lamm einfach eine Spur zu durch war. Ja, das war kurz gebraten, das war gut gemeint. Und der Teller, man muss sich das so vorstellen, ein Teller sollte im Endeffekt immer, wenn man alle Komponenten auf dem Löffel oder auf der Gabel hat, rund schmecken. In dem Fall hat es nicht rund geschmeckt. Einfach unglaublich tolle andere Gerichte. Das war einfach ums Äußerl zu wenig. Ich kann es verstehen. Nein, du hast super gekocht, da gibt's nichts. Danke. Tschüss. Ich wollte kein Juror sein gestern. Alle vier Gänge waren sensationell, muss ich wirklich sagen. Mit die besten Gänge, die ich hier jemals essen durfte. Diese Pasta war nahezu perfekt. Marianne, die Rakete, auf dem ersten Platz gelandet mit einem perfekten Tortellini und super Rahmspinat. Ich hab ihr gesagt, sie soll 10 machen von denen. Aber sie hat meinen Anweisungen nicht Folge geleistet. Das werden wir heute nochmal besprechen. Heute haben wir ein Motto Warenkorb. Wir haben einen ganz tollen Warenkorb von Christian Lohse bekommen. Wir haben also Büsumer Krabben, wir haben Heilbutt, der kleine Bruder vom Steinbutt. Wir haben sehr schöne Heidekartoffeln, wir haben Beluga-Linsen, die sogenannten Kaviar-Linsen, Macadamia-Nüsse, bisschen Speck, bisschen Panko, bisschen Sauerrahm, Dill und Petersilie. Dann haben wir ein bisschen Champagner da, der perlt noch leicht vor sich hin. Könnt ihr mal abschmecken, ob er wirklich gut ist. Ein Schlückchen für mich. Ich hab da auch von noch ganz tollen Köchen aus unserer Ecke ein paar Tipps bekommen, worüber ich sehr froh bin. Also Michael hat sich professionelle Hilfe von einem Sternekoch geholt. Da geht's schon wieder los. Das heißt, er wird hochkonzentriert sein. Ja, ich habe echt Lust, jetzt kann's losgehen. Ein knackiger Warenkorb heute. Ich freue mich auf die drei Kandidaten, Halbfinale. Wir sind kurz vor Silvester. Die Rakete wird zünden heute, zumindest fast. Ein Spitzenempfang im kühlen Norden. Herzlich willkommen zu Hause, liebe Zuschauer, und natürlich hier in Hamburg. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Wir sind Donnerstag, kurz vor Silvester, im Halbfinale und es geht um einen Warenkorb. Und ich freue mich sehr, dass wir noch drei Kandidaten haben. Danach sind es leider nur noch zwei. Das Niveau ist extrem hoch. Es geht natürlich auch um eine Spende. Also herzlich willkommen und wir fassen uns jetzt ganz kurz und wir sagen einfach, an die Töpfe, fertig, los. Also ich wünsche natürlich den Kandidaten viel Freude, Ihnen zu Hause natürlich auch. Wir haben heute einen Warenkorb und in diesem Warenkorb haben wir im Halbfinale, wo es dann nachher um eine Spende geht von 1.500 Euro, die jeweils individuell gespendet werden. Gute Sache, sehr gute Sache zum Jahresende. Und weil wir hier nicht geizen, im ZDF sowieso nicht, haben wir einen üppigen Warenkorb. Wir haben einen tollen Wirsing. Gut für den Vitamin-C-Haushalt. Wir haben Büsumer Krabben, die ich unglaublich gerne mag. Den nennt man auch Granat. Dann haben wir einen ganz tollen Heilbutt. Wir haben Parmesankäse. Wir haben Panko. Das ist so ein japanisches Paniermehl. Schöne Beluga-Linsen, die aussehen wie Kaviar, so einen schönen, lustigen Geschmack haben. Macadamia-Nüsse. Hier, da. So, siehst du. Dann haben wir ein bisschen Speck. Wir haben ein bisschen Rahm. Wir haben ein bisschen Kartoffeln. Wir haben ein Kräuterbouquet. Und wir haben, last but not least, weil wir auf Silvester zugehen, Champagner. So. Oh. Jawohl. Ja. Könnt ihr mal was sagen, ja? Okay. Der alte Junke hat mal gesagt, ich hasse Silvester. Warum? Dann saufen auch die Amateure. Wir verarbeiten Champagner in der Soße, die wird gekocht. Sie wissen ja, roher Champagner in den Koch. Gekochter Champagner in die Soße. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Freue ich mich sehr. Und dann haben wir natürlich last but not least auch einen Top-Juror. Kölner, jetzt in Berlin, auch mit einem Lokal. Extrem erfahren in dieser Show, unglaubliche geschliffene Zunge, hochintelligent und witzig dabei, Mario Kotaska. Wir freuen uns sehr auf Mario später. Dankeschön. Da geht's schon los. Also wir hatten gestern einen ganz tollen Vorlauf. Wir haben viermal sehr gut gekocht, das war ein Wimpernschlag in der Entscheidung. Nele, die Rote Zora, musste leider gehen mit einem tollen arabischen Gericht. Sehr schade, aber einer muss halt gehen. Alle vier kochen auf ganz hohem Niveau.
Und das Schöne ist, die sprechen nicht mit mir, die kochen nämlich nur so. Das wird natürlich heute schwierig werden. Aber ich will mal kurz die Leute begrüßen und die schönen Kandidaten begrüßen, die wir haben. Wir haben hier Michael aus Belgien, ist das richtig? Herzlich willkommen. Hallo. Am Mittwoch gab es einen tollen Rehrücken mit Süßkartoffel, Sauerkraut und dazu gab es eine Cranberry-Soße und Apfel gab es auch dazu. Kleiner Wimpernentscheid zu Nele, aber ich fand das Gericht sehr gut. Rehrücken war sehr gut gegart, es war geschmackig, alles gut. Bis auf die Soße war wohl etwas zu sauer, wie Herr Kumpner gesagt hat. Ich selbst habe sie nur im Vorstadium probieren dürfen, da fand ich so gut. Mich hat mir nachher gesagt, er kocht normalerweise mit getrockneten Cranberries, sie sind nicht ganz so sauer, was ich nicht so ganz verstanden habe. Ich muss ja auch nicht alles verstehen, ich spreche auch kein Belgisch, also wieder Flämisch. Was gibt's heute bitte? Heute gibt es den Heilbutt, angebraten, dann im Backofen mit noch Kartoffelstampfhaube mit blanchiertem Wirsing. Dazu wird noch besser. Ja, ja. Dazu? Dazu Beluga-Linsen, die ich jetzt koche und dann in der Pfanne noch mal röste. Und gibt es auch ein Sößchen dazu? Ein Champagner-Sabayon. Und wir haben ein sehr schönes Foto. Das ist das Foto da vorne. Der Test zu Hause, ja. Und ich habe das ja schon mal gesagt, ich liebe Belgien ja sehr. Die Opulenz der Küche, die Opulenz der Weine. Und man sieht das Belgien ja noch häufig an. Das sind so runde Typen, so wie ich. Die essen und trinken halt sehr gerne. Sind sehr gesellig, ist das richtig? Ihr habt große Tafeln bei dir zu Hause auch. Ja, stimmt. Das ist sehr schön. Und die sind manchmal auch so Angeber, weil sie tun so, als ob sich das Essen und Trinken nur um Belgien dreht. Es gibt natürlich auch noch andere Länder, aber ich kenne natürlich kein anderes. Und ich habe von Michael gehört, ich habe von einer anderen Quelle gehört, du hast mit einem Sternekoch trainiert. Ist das richtig? Nicht direkt trainiert, ich hatte Kontakt mit dem Sternekoch. Ach so, nein, das ist nicht trainiert. Nur Kontakt hatte. Wer war denn das? Das ist der Ricarda Gromes, die hat seit ganz kurzem mit Stern ganz in unserer Nähe. Und das ist sein Rezept oder ist das dein Rezept hier? Nee, ist mein Rezept. Sie hat mir nur Tipps gegeben. Stimmt die Lüge? Die stimmt. Also, Michael, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du heute hier bist. Dankeschön. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, ja? Danke. Super. So, dann gehen wir. Also wir haben heute drei Länder hier. Das habe ich vergessen zu sagen. Wir haben also einmal Belgien hier, wir haben Südtirol und wir haben den Freistaat Bayern. Und jetzt sind wir in Südtirol bei Ariane. Herzlich willkommen. Hallo. Ariane. Sehr schön, dass du hier bist. Ich muss da mal ein bisschen meckern, ne, Ariane? Ja. Also Ariane hat gestern gekocht Tortellini gefüllt mit Fontina-Käse und dazu gab es Rahmspinat und das war so spektakulär. Ich durfte eigentlich nur einen Tortellini essen. Die beiden anderen, die auf dem Teller lagen, die Herr Kumpner nicht gegessen hat, haben uns ins Publikum geschenkt. Und dann stand ich abends da und hatte Albträume, dass ich nur einen abgekriegt habe. Das war eine Oberfrecher. Ja, 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 das muss man mal sagen hier. Ja. Die waren so gut, die Tortellini, unfassbar. Danke. Also einen Applaus nochmal dafür. Danke. Jetzt rennst du weg. Komm gleich. Ja, lass dir ruhig Zeit. Ich stehe hier gerne neben dir. So, was gibt es bei dir heute, Ariane? Bei mir gibt es heute Kartoffelkräuter-Gnocchis in Safransauce. Hm. Dazu gebratener Heilbutt, einen Champagnerschaum und gebratenen Wirsing. Da wird ganz scharf angebraten. Das geht wieder sehr gut. Ne? Einen tollen Applaus. Mhm. Wir haben noch ein Foto liegen. Ist der gebraten oder gedämpft, der Heilbutt? Der ist gebraten, aber ich habe es zu Hause probiert, hatte ich ohne Haut bekommen, dann habe ich so. Okay, ja, das ist alles gut so. Ich finde auch nicht, dass diese Meerwasserfische irgendwas in deiner Gegend zu suchen haben. Wir haben uns darüber unterhalten. Ich bin einfach der Meinung, man sollte in Südtirol essen, was es dort gibt. Und man muss nicht unbedingt den Steinbord von A nach B dorthin karren. Genau. Berlin ist schon die äußerste Ecke überhaupt, wenn ich das mal so sagen darf. Die Gnocchi, wie machst du die? Willst du das mal erklären, bitte? Ich dämpfe jetzt die Kartoffel. Ja. Dann, das sehen wir hier, glaube ich. Darf man aufhören? Ja. Das sieht sehr gut aus. Du dämpfst die Kartoffeln. Ich dämpfe sie, dass sie dann nicht zu nass sind. Ja. Lass sie dann etwas auskühlen. Ja. Dann kommt noch Eigelb dazu und Mehl, ja. Ein bisschen Muskatnusskräuter. Ja. Und ja. Und du machst auch eine ausreichende Menge, dass ich auch ein paar Gnocchi diesmal. Natürlich. Da freue ich mich sehr drauf. Heute werde ich eigentlich dämpfen. Dankeschön. Super Applaus für Ariane, bitte. Das ist Thomas und gestern gab es bei dir Fregola Sarda mit Scampi oder Garnelen und dazu gab es einen Safran-Krustentierschaum. Jawohl. Und man kann dazu einfach sagen, ich durfte das zweimal auf Sizilien essen, von einer Dame gekocht. Das war außergewöhnlich gut, es war ein außergewöhnlich guter zweiter Platz, es waren auch zwei erste Plätze, das muss man so sagen. Applaus
Wir reden in Deutschland ja immer über Garzeiten und wir reden über dies und das. Aber das war ein wirklich komplettes Gericht. Die Garzeiten waren sensationell. Die Optik war spektakulär. Diese schönen Paprikagemüse, grün und rot, soweit ich weiß, mit dem Frigo-Sala, diese schönen Kugelnüdelchen. Der Safran-Krustentierschaum innerhalb der kurzen Zeit so gekocht. Das hat einfach alles nur Spaß gemacht. Davon hätte ich auch drei Teller essen können. Aber auch da gab es nichts. So. Ja, das ist einfach so. So, das war also ein sehr gutes Gericht. Deswegen stehen diese drei schönen Kandidaten heute hier. Ich glaube, wir haben ein super Halbfinale. Wir werden vor allen Dingen aus einem Warenkorb drei verschiedene Gerichte erhalten. Und wir werden sich sehr gut, sehr, sehr gut essen. Was gibt es bei dir heute, bitte? Bei mir gibt es heute einen Heilbutt im Papier gegart. Ja. Finkenwerder Art, passend zu Hamburg. Das Ganze auf einem Linsengemüse, ja, mit einer Macadamia-Champagner-Vinaigrette. Na ja, da, Applaus dafür. So, Da haben wir ein ganz tolles Foto. Ich sehe wieder die Linsen, haben wir diesen tollen Glanz, wie gestern die Frigo Sada. Und das sieht wirklich sehr gut aus. Also wir dürfen uns auf drei sehr schöne Gerichte freuen. Denkst du, dass du das mit der Zeit alles hinkriegst? Also es ist einfach eine Portion für mich dabei, wie ich sehe. Eine Portion ist für dich dabei, ja klar. Extra zwei gemacht. Und das nennt man französisch en papillote. Ich finde das super. Herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Super. En papillote, also in der Folie gegart, ist vom Schwierigkeitsgrad, glaube ich, nicht so einfach. Denn du hast halt nur eine Chance, den Garpunkt exakt zu treffen. Es wäre toll, wenn der Heilbutt sich wunderschön glasig und saftig präsentieren würde. Dann gucken wir mal. Bei Michael Schumacher übrigens. Der Mann heißt Michael Schumacher. Wussten Sie das? Dann wissen Sie es jetzt. Ja? Du hattest auch mal. Was, hast du nicht mal einen Termin mit Herrn Schumacher? Doch, ich hatte mal die Ehre, ihn oder bei einem Essen von ihm dabei sein zu dürfen. Ich habe neben ihm gegessen. Aber warst du nicht auch mal in seiner Box drin? Doch, den ganzen Tag durften wir mit ihm verbringen. 1996 in Spa-Vorkau schon der Strecke. Bist du auch mit ihm gefahren, in so einem Doppelsitzer? Nee. Ja, das wäre der Hammer gewesen, oder? Das war ein toller Tag. Also, und wie bist du dazu gekommen? Das war eine Einladung von damals, seinem Manager, da wir auch den gleichen Namen tragen. Ja. Ich wohne eine halbe Stunde von der Rennstrecke in Spa entfernt. Okay, verstehe das. Ich machte das nicht so. Also. Das ist ja eine der schwierigsten Rennstrecken der Welt, Spa, ne? Eine der schönsten Rennstrecken. Und der schönsten auch, ja. Ich bin da auch mal gewesen, das ist ganz toll. Also, das ist wirklich sensationell. Ja. Und hast du einen ganzen Tag mit ihm verbringen dürfen? Ja. Guter Kerl, oder? Ein toller Kerl. Ja, ganz toll. Schade, dass du nicht mit ihm gefahren bist. Das Gesicht hätte ich gerne gesehen nach der ersten Runde. Der Helm voll. Wahrscheinlich. So, wie weit bist du? Beluga-Linsen kochen, die brauchen was länger. Ja. Die Kartoffeln sind auch am Kochen. Der Fisch schwimmt jetzt gleich in die Pfanne. Das wird so eine Kartoffelhaube, hast du gesagt. Ja. Ne? Das heißt also, du brätst jetzt erst den Fisch an, ist das richtig? Ja. In Butter? Ja. Nicht zu scharf oder doch scharf? Doch schon, ein bisschen, damit er Farbe bekommt, was Röstaromen. Ja. Und dann kommen die Kartoffeln? Ein Stampf, ja, die lege ich dann drauf und dann alles im Backofen. Kommt da Ei rein oder irgendwas? Nee, Milch mit Butter. Verstanden? Und der Wirsing. Also Butter in Belgien, es gibt, siehst du, das wie in Frankreich, Butter, Butter, Butter und dann wird's gute Küche. Das muss man einfach so wissen, das finde ich auch sehr gut so. So, und wenn wir jetzt hier beim Thema sind, welche Tipps hast du denn gekriegt vom Sternekoch? Es ging hauptsächlich um die Beluga-Linsen. Ja. Die nur kochen, schmecken speziell. Und in der Pfanne nochmal geröstet gibt's so ein Popcorn-Aroma, also was Crunchiges auf dem Teller. Sie hat mir dann auch den Tipp gegeben, mit verschiedenen Texturen zu arbeiten. Was weich, was Knuspriges, was. Also es ging wirklich hauptsächlich um die Beluga-Linse. Ich bin echt froh, dass ich da einen Tipp bekommen habe. Weil ich die vorher gar nicht kannte, die Beluga-Linse. Ach so? Nee, noch nie kannte. Ah ja, okay. So, wie werden sie denn nun? Werden sie weich, werden sie kross oder werden sie alles? Alles. Alles? Alles zusammen. Weich, kross, nee, kross. Es hätte mich auch gewundert, wenn das in Belgien anders wäre. Also ich hatte ja über, weiß ich, 5 Jahre eine Kooperation mit einem belgischen Koch in Brüssel, Yves Matagne. Sehr viel von ihm gelernt, gerade was Teller anrichten geht. Und da haben wir auch sehr gut, teilweise gute belgische Küche gegessen. Es gibt ja auch so schöne Innereienküchen noch in Belgien. Ne? Das ist ja bei uns fast verloren gegangen. Also Kalbshirn, Kalbsleber, Kalbsniere. Und da waren wir Aux Armes de Bruxelles. Kennst du den Laden in Brüssel? Nee. Das ist der Traditionsladen, einer der ältesten Läden überhaupt. Riesenladen. Und da kocht man richtig schöne belgische Küche. Arlen Grün und sowas. Das war ganz toll. Da gibt es tolle Biere dazu. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Bier zum Essen. Bier zum Essen kann ganz gut sein, oder? Ja, ist voll am Kommen, glaube ich. Ja. Also in unserer Ecke ist voll am Kommen. Ja, in Deutschland auch. Das macht auch Spaß. Weil die Bierkultur hat sich auch weiterentwickelt. Es ist nicht halt nur das Industriebier. So, also wir kochen das jetzt hier. Viel Spaß dabei. Danke. Wie weit sind wir hier, Thomas? Ich habe jetzt die Linsen schon mal mit einer Schalotte angeschwitzt. Ja. Habe das Ganze mit einem Weißweinessig abgelöscht und ein klein wenig
den Essig oxidieren lassen. Ja. Dann mit einem Fond aufgegossen. Und jetzt kochen die erstmal wie Wäsche, weil die brauchen am längsten. Ja. Und sag mal, was kann bei dir alles schief gehen? Nichts natürlich. Doch, der Fisch, der kann mir zu trocken werden im Papier. Auf den muss ich aufpassen. Mhm. Und die Finkenwerder Art, die Krabben, die Nordseekrabben sind auch sehr, sehr fein. Ja. Die darf ich ja nur zum Schluss reintun, sonst werden die mir auch zu trocken und zu klein. Und was ist das hier bis jetzt? Das ist jetzt nur Speck und eine Schalotte. Verstanden. Bisschen Paprika, angeschwitzt, kommt dann oben drauf. Und die Linsen, werden die bissfest sein, werden die mehr als al dente sein? Die dürfen ein bisschen mehr als al dente sein, ja, damit sie schon eine cremige Konsistenz haben. Ja. Sonst sind sie einfach zu hart und macht keinen Spaß zum Essen. Ich finde das auch ganz wichtig. Linsen müssen einfach zugänglich sein, wie auch Gemüse. Wenn das einfach zu roh ist, dann schmeckt das nicht. Dann kann man auch Rohkost servieren. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Was ist das jetzt? Hier habe ich die Champagner Macadamia Vinegar. Hast du den Champagner vorher gekocht oder hast du den einfach roh? Den habe ich so rein. Ja. Und was ist da alles drin? Die Macadamias, Champagner, Essig, Senf, Pfeffer, Salz, Schnittlauch. Soll schon ein bisschen eine herbe Note mitbringen, weil die Linsen, die kommen ja eher süß rüber. Und was macht der Champagner jetzt da drin? Soll der prickeln? Der bringt mir nur ein bisschen Säure. Ah, verstanden, alles klar. Eine Vinaigrette natürlich zeichnet sich immer dadurch aus, dass Essig und Öl mitverwendet wird. Also das Säurespiel darf nicht zu sauer daherkommen. Und jetzt gerade mit dem doch trockenen Champagner kann man das so schön prickelnd auf den Teller bringen vielleicht. Aber ja, man muss halt genau abschmecken. Ne? Man muss sehr sorgsam damit umgehen. Das macht schon mal einen guten Eindruck hier. Sehr gut. So. Du bist vom Beruf Tischler. Ja. Zu Hause. Du hast ein schönes Eigenheim gebaut, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Ja, und das hast du selber ausgebaut? Das haben wir selber 4 Jahre lang ausgebaut. Sensationell, das finde ich, also ein Applaus dafür, das ist ganz großartig. Ja. Und wir haben auch ein sehr schönes Foto. Einmal von außen und vielleicht kriegen wir noch ein Foto von innen. Da ist das Foto von innen. Das ist eine sehr schöne, ist eine tolle Symbiose zwischen einem traditionellen Gebäude und einer, wenn man so sagen, nach modernen Einrichtungen, habe ich das richtig formuliert? Ja, wir haben versucht, die alten Elemente irgendwo zu behalten und das Moderne mit reinzubringen. Ja. Ich finde das ganz super. Und ihr seid noch an einem See, das ist auch richtig? Ja. Und dein Vater hat ja auch dabei mitgeholfen. Ist er auch Tischler vom Beruf? Nee, er ist Beamter, aber auch... Der hat ja Zeit. Der kann keiner helfen. Ne? Aber auch, Da kriege ich einen Rüffel, das weiß ich jetzt schon. Aber für alles, was handwerklich ist, ist sehr begabt. Also, gut. Ohne ihn wäre es, glaube ich, nicht zu dem Resultat gekommen. Das finde ich sehr gut. Wenn ich einen Nagel in die Wand schlage, bricht das ganze Haus zusammen. Also ich habe überhaupt gar keine handwerklichen Fähigkeiten, was also so bauliche Sachen betrifft. Deswegen habe ich da immer große Bewunderung davor. Und in diesem Haus bewirtet ihr auch häufig Gäste, ist das richtig? Ja, wir haben oft Gäste zu Hause, ja. Weil ich halt gern koche für Leute, ja, die zu uns. Und du kochst ja auch nicht für wenig Leute, sondern du kochst so für 8 bis 10, 12 Leute, ist das richtig? Ja. Auch mehr? Selten. Selten. Aber ich meine, 12 Leute ist ja schon eine Ansage, ne? Ja, 12 Leute ist zu Hause schon, ja. Ja. Sehr gut. Also das klingt sehr gut, deswegen glaube ich, wir werden heute dreimal wieder sehr, sehr gut essen. Und wie weit sind wir? Wie weit stehst du hier? Ich mache jetzt den Stampf. Ja. Da ist jetzt aber Wirsing mit reingekommen, ne? Ja, den habe ich noch blanchiert und mit reingetan. Aber du hast eben gesagt, jetzt gibt es nur eine Kartoffelhaube, oder? Ja, mit Kartoffel-Wirsing-Haube. Also, das hat er mir verschwiegen natürlich. Das ist auch nicht so schlimm. So, und dann gibt es nachher einen Champagner-Sabayon dazu, ist das richtig? Den gut. Muss ich da dann werde ich nachher, wenn du den machst, sagst du mir Bescheid. Das möchte ich gerne sehen. So, oh, Gnocchi. Es gibt Gnocchi. Es gibt Gnocchi. Ah, das sieht gut aus, ne? Hm? Ja. Ist ja so, in diesem, also die sprechen ja eigentlich gar nicht. Also ihr wisst, ihr habt Zähne, Zunge und Stimmbänder. Ihr könnt gerne mit mir sprechen, wenn ihr wollt. So unangenehm bin ich da doch nicht. So, diese Gnocchi muss ich erstmal probieren hier. Halt, stopp. So. Oh, sehr lecker, ne? Ja. Oh, schön hoch in der Würzung. Super. Endlich mal jemand, der würzt. Halleluja. Das ist super! Ich find das so gruselig. Die sind jetzt für dich. Was? Die ich jetzt aufschneide, die sind dann für dich. Ja, die haben das gehört, sie sind meine Zeugen. Ich kriege auch welche ab nachher. Und brätst du die nachher in Nussbutter nochmal nach? Ja. Nein, die kommen in die Soße.
Verstanden, alles klar. Also endlich jemand, der würzt. Ich finde diesen neuen Trend, dass gar nicht mehr gewürzt wird, diesen Naturalgeschmack, das ist Quatsch. Das muss alles so ein bisschen gehoben werden. Sag mal, welche Zutaten hast du aus dem Warenkorb nicht genommen? Oder hast du alle genommen? Viele. Nein, ich habe eigentlich weniger genommen. Du hast wenige genommen. Also hast du Kartoffeln genommen, den Wirsing? Ich habe keine Nüsse, also ich habe nur den Heilbutt, Kartoffeln. Was hast du gesagt? Kräuter. Champagner. Ja. Und die Krabben nimmst du nicht? Nein. Schade. Finde ich nämlich lecker, dann esse ich die. So, Champagner hast du am liebsten. Was ist jetzt? Oh ja. Mmh. Mit den Händen, ne? Guck mal hier. Komm mal her. Sensationell. Unglaublich. Ariane? Ja? Ist sehr lecker, ne? Ja? Jetzt werden sie alle schreien, der Koch sagt lecker. Aber was soll man dazu sagen? Das ist richtig toll. Cucina Mama, sie müssen halt für viele Leute kochen und dann ist das einfach sehr schön. Also was haben wir jetzt gesagt? Was hast du nicht genommen? Du hast keine Nüsse genommen? Keine Linsen, keine Nüsse, kein Speck, kein Banco, also fast gar nichts. Ich habe den Fisch genommen, die Kartoffeln, ja? Den Parmesankäse, ja? Den Wirsing. Ja, das war's. Die Kunst besteht im Weglassen, nicht im Viel. Das finde ich sehr gut. Bei uns ist es auch so. Wir haben drei Sachen auf dem Teller liegen. Ein Gemüse, eine Soße, ein Fisch, Fleisch, Geflügel oder Wild. Und dann spricht das für sich. Und dann können Sie für Gäste zum Wein kochen. Und das ist eigentlich, warum wir das machen. Wir wollen es ja nicht selbst inszenieren, sondern wir wollen ja für Gäste da sein. Ich finde, das ist das Allerwichtigste. Und ich glaube, Ariane macht das sehr gut. Super. Und wenn ich hier so schön rumstehe am Warenkorb, ich bin natürlich in der Versuchung, dass ich das Ding hier austrinke. Mittags schon, ne? Ich liebe Champagner, das muss man ganz klar so sagen. Thomas, was hast du denn nicht genommen von diesem Warenkorb? Ich habe den Wirsing nicht genommen, das Panko. Ja. Beim Parmesan werde ich mal schauen, ob ich da noch ein bisschen Cremigkeit in die Linsen reinbekomme. Ja. Creme habe ich keine genommen, nein. Okay. Also hast du eigentlich gar nichts genommen. Ich habe Speck genommen. Ja, okay, also den linken Part habe ich genommen. Ja, finde ich sehr gut. Ich will da jetzt probieren. Der Speck ist nicht so salzig. Ja. Wir haben auch noch irgendwelche Fotos von dir, die relativ professionell rüberkommen. Was machst du da? Was ist das? Da richte ich gerade was Feines an. Ja, was denn? Du musst es mir sagen, was du da die ganze Zeit sehen. Da spritze ich eine. Das war eine Erbsencreme, glaube ich. Erbsencreme. Also es sieht ja nicht unbedingt nach Hobbykoch aus. Du machst das ja häufig. Doch, ich bin reiner Hobbykoch. Naja, aber du bist ja auch, du hast ja schon, da fange ich ja schon zu stottern. Du hast auch schon verschiedene Preise gewonnen, ist das richtig? Ja, den einen oder anderen Wettbewerb. Kannst du die sehen, die Linsen? Ja, ne? Sieht ja sehr gut aus, ne? Oh, schön. Und was, ja, wie gestern wieder so ein irrer Glanz hier, ne? Guck mal hier. Guck mal hier. Sensationell, oder? So müssen Linsen aussehen, das ist unglaublich. Ganz toll. Mm. Findest du den gar gerade so gut oder müssen Sie noch ein bisschen haben? Sie dürfen jetzt noch so ziehen ohne Temperatur. Schön, sehr schön. Was macht der Fisch? Wie weit sind wir da? Der braucht noch. Okay, 3 Minuten steht drauf. Hast du die Zeit eingestellt, ne? Nein, den habe ich nur ein bisschen her. Okay, das kannst du fühlen, ja? Ich denke schon, ja. Den nehme ich jetzt mal raus und teste. Das ist ja gespannt. Und? Ja, der passt. Der passt. Der Mann kann das, das ist sehr gut. Ne? Applaus bitte. Ganz toll. Super. Ist dein Mann zu Hause auch so schweigsam, wenn er kocht? Ich auch. Wenn ich zu Hause koche, kriegst du keinen Ton aus mir raus. Nein, das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Ich quatsche sowieso immer. So, wie weit sind wir hier bitte? Beluga-Linsen sind am Rösten. Ja. Fisch ist im Ofen. Mit der Haube. Warte mal. Das geht gleich an die Sabayon, ne? Ja, ich bin sofort bei dir. Pardon. Danke. Muss ich das mal angucken, den Fisch. Wie lange packt. Ah, wieder so hoch. Das, guck mal, auch das Reh hat da relativ hoch angehen lassen, mal 180 Grad. Wir sagen immer Niedrigtemperatur. Aber das Reh war super. Das war top. Ich finde das gut. Ich mache manchmal auch so Sachen. Zum Beispiel Karnickelkeulen 250 Grad in Eulen. In den Ofen. 5 Minuten. Fertig. So, ich darf ja einmal gucken, ja? Okay, wird das noch gratiniert hier? Oder lässt du es einfach so? Nee, lass es so. Okay, jetzt spricht er gar nicht mehr. Jetzt ist er nervös. Okay, also ich finde, es sieht gut aus. Ich bin, müssen wir gucken mit der Zeit, wie das wird. Ich bin sehr überrascht. So, jetzt machen wir die Sabayone. Dann schieß mal los. Wie machst du das? Du hast Eigelb genommen. Ein bisschen Zucker, eine Prise Zucker und, ja? Dann die Champagner drauf. Okay, und das schließt jetzt zu einem Sabayon auf, ja? Ja. Darf ich mal probieren, bitte?
Haben wir einen schönen Champagner dran. Gut, freue ich mich. Der prickelt noch. Zu viel? Nein, super. Also nach meinem Empfinden. Du musst das ja wissen. Ist ja dein Gericht. Haben wir ein Mengenverhältnis? Nö. Aus der Hand heraus. Ah, wunderbar. Bauchküche, liebe ich. So, die werden jetzt hier geröstet, ja? Ja. Gut. Mhm. Noch mehr? Nee, ich hab's jetzt gerade runtergedreht. Nein, ich meine das hier. Die Linsen. Nee, die habe ich auch gerade runtergedreht. Ach so. Okay. Sieht sehr heiß aus. Bei Hülsenfrüchten muss man ein bisschen aufpassen. Die haben es in sich. Ich habe mal so als Lehrling in so eine Schüssel mit heißen Linsen gepackt. Da war die Hand aber schnell wieder draußen. Das ist, die haben das. Ich glaube, mit Magentuch. Nein, kann kommen. Mhm. Okay. Das ist interessant. Kenne ich so nicht. Also, um das mal vom Geschmack her zu erklären. Die Linse ist schön nussig. Das macht Spaß. Für mich ist es überraschend, dass das schmutzfrei ist. Obwohl sie weich ist. Habe ich so noch nie gegessen. Ich finde das gut. Also ich bin auch so neugierig. Immer offen für neue, gute Sachen. Ne? Das andere brauchen wir ja nicht. Zeitmanagement läuft. Wir haben jetzt noch 6 Minuten. Alles okay soweit? Ich denke schon, ja. Den Fisch kriegst du auch in der Zeit, den schön glasig, denkst du dann, ne? Ja. Freue mich sehr. Herrlich, der angespannte Blick, ne? Herrlich. Also das Schöne ist an Ariane, die kocht jetzt auf 2 Herden. Das möchtest du den auch noch haben? Da, und was gibt es für Soßen dazu? Hier die Safransoße und ja, das wird Champagner-Schaum. Also wir haben 2 verschiedene Soßen. Ja, einmal Soße und einmal Schaum. Das ist mir so ein bisschen unerklärlich noch, warum man zweierlei Soßen macht oder eine Soße und einen Schaum. Aber hey, es ist alles erlaubt. Beides mit Champagner oder? Nein, das ist mit Weißwein und das mit Champagner. Und wo ist da der Unterschied? Probier mal. Also das wird ein Schaum, hast du gesagt, ja? Das wird die Soße. Okay, Safran. Was ist der Unterschied zwischen einer Soße und einem Schaum? Das schaut besser aus. Und schaut noch ein bisschen besser aus. Oh, mh. Hallo. Wieder gut, ne? Schmeckt dir. Ja, sehr gut. Das ist freut schön. Mich. Nimmt man einfach nur Spaß hier. Vor allen Dingen ist es ja auch so, am Anfang gewürzt, das Fundament gießt man unten und nicht auf dem Dach. Das ist wichtig, ne? Und das ist hier die Champagner-Schaum. Genau. Ja. Das mixt dann nachher wieder genau auf. Ne? Hast du den Mixer schon angeschlossen? Ja. Mhm. Auch gut. Ha. Also, Herr Kutaska, ich will wieder nicht an Ihrer Stelle sitzen. Schon wie gestern nicht mit dem Kumpner. Das ist einfach unglaublich schwierig. Das geht dann nachher, glaube ich, nur noch nach eigenem Geschmack oder Vorliebe, was man mehr mag. Wir hatten ja gestern das Thema so ein bisschen mit dem Thema Hummus und Knoblauch. Ich bin sicher, wenn Adi da gewesen wäre, hätte er gesagt, okay, ich mag das gerne mit dem rohen Knoblauch. Ich mag ja Knoblauch auch gerne. Aber das ist natürlich eine Geschmackssache, da kann man nichts zu sagen. So, also du mixt dann nachher den Schaum auf. Die Soße reduziert noch ein bisschen, richtig? Ein bisschen, ja. Der Fisch ist soweit gut, sagst du? Ja, ich habe jetzt eingefertigt. Ja, und wo sind jetzt die Gnocchi? Wo liegen die rum? Hier. Die werden dann noch in die Soße, also in der Soße geschwenkt. Ah, die kommen dann, ah, genau. Jetzt ich gebe die in die Soße. Okay, verstanden, jetzt habe ich verstanden. Sehr schön. Und die Soße kriegt noch ein bisschen mehr Bindung oder bleibt die dann so? Die könnte ich noch ein bisschen binden eigentlich, ja. Ich frage nur. Ja. Das sieht man dann. Da kommt nicht die ganze Soße drauf, natürlich. Ja, ist mir schon klar, ist mir schon klar, Vorsicht. So, ja schön. Zeitmanagement läuft. Habt ihr die Teller heiß gestellt nebenbei, will ich nur mal so fragen? Natürlich. Ja. Hat das vor der Sendung gemacht, ne? Geschummelt wird ihr auch schon wieder. So, falls es jetzt ist. Hinter meinem Rücken die Teller heiß gestellt. So, Thomas, ich bin bei dir. Wie weit sind wir? Können wir will ich könnte anrichten. Du hast in deinem Leben 3 Berufe erlernt, ist das richtig? Ja. Der erste Beruf wäre wer? Da war ich noch ein paar Jahre jünger, da habe ich Bäcker gelernt. Toll. Bäckergeselle. Schwieriges Handwerk. Dann Krankenpfleger. Oh. Masseur und medizinischer Bademeister. Und jetzt? Jetzt bin ich beim größten Automobilzulieferer der Welt. Aha, und was machst du da? Da bin ich im Ideenmanagement. Im was? Ideenmanagement. Was darf ich mir darunter vorstellen? Mitarbeiter schreiben Verbesserungsvorschläge und Ideen. Ja. Und ich bearbeite zusammen mit den Vorgesetzten der Einreicher die Verbesserungsvorschläge. Und wie kommt man zu dieser Qualifikation? Muss man dann ein Studium gemacht haben über Technik? Nein, nein. Sondern? Da muss man einfach nur ein Gefühl haben, ob eine Sache gut ist oder nicht gut ist. Und dann kann man sagen, okay, da können wir was mitsparen. Und wie kommt man vom backenden Krankenpfleger zu dieser Sache?
Das ergibt sich einfach so. Okay. Nein, das, ich mag das. Das ist die Kultur des Schweigens von Thomas. Herzlich willkommen. Ein Applaus bitte. Also tolle Sache. Ja. Große Verantwortung auch. Ja? Ja, auch ja. Man muss auch sehr vorsichtig mit den Leuten umgehen, die die Ideen entwickeln. Die Kreativen sind so selten, das wissen wir ja. Ne? Sonst haben die keine Lust mehr. Ja, das geht ganz schnell. Ja? Das, ist, also, das darf auf keinen Fall passieren. Das ist ja in unserem Beruf genauso. Also muss man sehr vorsichtig mit umgehen. Beim Brainstorming darf man auch gar nicht sagen. Man muss das ja auf sich zukommen lassen. Ne? Finde ich sehr gut. Finde ich eine ganz tolle Sache. So, kleines Statement, wo sind wir? Also du kannst anrichten, hast du gesagt. Gut, wir haben noch 2 Minuten, wollte ich nur sagen. Es geht jetzt dann gleich ums Anrichten. Die Teller sind warm soweit, ja? Ariane? Ja, Michael, alles gut soweit? Ja. Was macht dein Fisch? Ist der in Ordnung? Sollen wir noch mal gucken? Alles gut? Ja, ich denke. Parmesan-Chip haben wir hier auch liegen. Die letzten 2 Minuten laufen bitte. Das heißt, wir müssen langsam oder auch schnell mit dem Anrichten, mit dem Mixen, egal was dazu gehört, beginnen bitte. Ich glaube, es werden wieder ganz tolle 3 Teller werden. Ich freue mich sehr darauf. Hoffentlich kriege ich was ab. Und ich möchte, wie gesagt, in diesem Fall kein Juror sein. Schwierige Aufgabe. Es geht um einen guten Zweck. 1.500 Euro können gespendet werden. Meinst du, die ist weit genug aufgeschlagen, die Sabayon hier? Ich wollte mal kurz. So, die letzte Minute läuft, bitte. Wir werden jetzt auch nicht schummeln. Komm, nicht schummeln. Michael ist soweit fertig. 2. Wir sehen nicht vergessen. Komm, raus. Entschuldigung. Lass dir Zeit. Ich will doch. Super. Einen tollen Applaus für unsere tollen Kandidaten. Oh, herrlich, 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 herrlich. Also wir haben bei Michael den Halbut unter dem Kartoffel-Wirsing-Stampf mit einem Parmesan-Chip und knusprigen Beluga-Linsen, Champagner-Sabayon. Und gucken, ob der Sabayon richtig geschlagen ist und was Herr Kutaska zu den knusprigen Linsen sagt. Ich fand das ganz interessant. Ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Das soll allerdings nichts heißen. So, dann haben wir Ariane, der Halbutt mit den Gnocchi, Safran, Soße und Champagner, Schaum. Schaum, kann ich nicht so richtig erkennen. Gnocchi finde ich sehr gut. Garzeit vom Halbutt, müssen wir sehen. Knuspriger Wirsing, sehr gutes Gericht, keine Frage. Gibt es noch ein paar Fragezeichen mit Schaum. Ich würde sowas in so einer Sendung nicht draufschreiben, müssen wir gucken. So, dann haben wir Thomas, Halbutt und Papillot mit bühsamer Art, mit Krabben und Speck. Hab das im Vorfeld probieren dürfen, finde ich sehr gut. Linsen finde ich auch sehr gut. Wollen wir gucken, wie der Halbutt tatsächlich gegart ist und wie die Kombination beim Juror ankommt. So, 3 ganz tolle Gerichte, ein unglaubliches Halbfinale. Und ich freue mich sehr, dass wir auch einen unglaublichen Juror haben, der es nämlich wirklich kann. Außerdem hat er auch ein lockeres Mundwerk, könnte auch Lose heißen, heißt aber Kutaska. Wir begrüßen Mario Kutaska, ich freue mich sehr. Von der Titulierung auf der Speisekarte würde ich sagen, en papillote, dieses Gericht ist sehr schwierig. Und auch diese Kartoffel-Wirsing-Haube, da bin ich mir nicht sicher, wie sich das präsentieren wird. Ich würde es mit Rösti machen, aber dann ist natürlich der Wirsing, der muss ja irgendwie schon mal ein bisschen angekocht werden. Wenn man den Kohl dann irgendwie anbrät, würde ich jetzt vermuten, darf man ihn nicht zu lange braten, denn sonst wird der gerne so, kriegt so einen Bitterton. Ich finde es sehr komplex und sehr anspruchsvoll.
Gut, dann machen wir es doch folgendermaßen. Ich beginne mit dem Heilbutt en Papillot Finkenwerder Art mit Beluga-Linsen und Macadamia-Champagner-Vinaigrette. Optisch auf alle Fälle sehr ansprechend, finde ich. Die Linsen glänzen auch schön. Mich interessiert natürlich brennend en Papillot gegart und dann hier so schön rausgenommen, wie der Fisch ist. Oh, geht gut auseinander. Glänzt wunderschön. Und ich glaube, man kann sagen, das sieht auf den ersten Blick schon mal sehr gelungen aus. Super Garpunkt, also echt toll getroffen. Ja, okay. Auch hier schön diese Speckwürze, die Nordseekrabben nicht zu lange mitgegart. Das ist alles sehr geschmackssicher, schmeckt mir sehr gut. Gut, dass hier ein Löffel daneben ist, weil da kann man so schön reinschaufeln. Also schmeckt sehr gut. Linsen, bin ich sehr gespannt vom Garpunkt. Linsen haben eine gute Würzung und in 35 Minuten Linsen ist nicht so ganz einfach. Die haben auch noch einen schönen Biss, sind auf keinen Fall hart und ich möchte jetzt diese Macadamia Champagner Vinaigrette mal hier auflöffeln. Sehr schön. Champagnernote nicht zu säuerlich, gut getroffen. Die Nüsse sind gerieben hier drin vermutlich. Das macht es sehr interessant für die Zunge. Aber auch hier, ich hatte so ein bisschen befürchtet, vielleicht, dass man mit der Säure es übertreibt. Das ist gut ausbalanciert und das ist auf alle Fälle ein toller Auftakt. Vielen Dank dafür. Super, danke. Unglaublich. Man ist noch so rund und prall von dieser ganzen Festtagsvöllerei und jetzt gibt's hier Heilbutt, Kartoffel-Würsinghaube, Champagner-Sabayon, geröstete Beluga-Linsen und Parmesan-Chip. Auch das präsentiert sich auf dem Teller wirklich wunderschön. Parmesan-Chip ist knusprig. Kartoffel-Würsinghaube, das bin ich mal sehr gespannt gewesen. Beim Lesen so, auch hier als erstes mal mitten hinein in den Fisch. Ja, man kann auch sehen, der ist auf alle Fälle gar. Der ist vielleicht ein Tick trocken. Ich werde es mal probieren. Ganz kleinen Moment. Also, der ist saftiger, als er vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Ist gut getroffen auch hier. Diese Haube ist ein Stampf gemacht worden, glaube ich. Würsing drin mit Safran abgerundet. Und was ich sehr interessant finde hier, sind die Linsen. Also die sind auf alle Fälle noch irgendwie fest. Aber die haben durch das Rösten so was ganz Interessantes bekommen. Das knuspert ein bisschen im Mund. Sind überhaupt nicht steinhart. Nee. Sehr witzig. Ja. Kannte ich so noch nicht. Gebe ich gerne immer wieder zu. Und eine Sabayon, die sich sehr gut präsentiert. Die auch verdammt lecker schmeckt. Und der Vollständigkeit halber auch den Parmesan-Chip, der knuspert. Und da sage ich auch für diesen Teller schon mal meinen allerherzlichen Dank, denn das ist wirklich ganz raffiniert mit diesen gerösteten Linsen hier drauf. Toll. Super. So. Ja, es war Heilbutt im Warenkorb. Auch hier ist er jetzt gebraten mit Kartoffelkräuter-Gnocchi in Safransoße mit Champagnerschaum und gebratenem Wirsing. Oh, unglaublich. Unglaublich, was hier passiert. Auch das ist sehr schön angerichtet. Das spricht einen an, dieser Wirsing. Man erkennt es, dass er gebraten ist und er hat ganz leichte Röstaromen hier außenrum. Hier der Fisch auch mit der Haut gebraten. Moment, da werden wir auch immer als allererstes reingehen. Und der geht auch schön auseinander. Ist auch schön saftig. Ups, wehrt sich noch ein bisschen hier. Komm. Der ist auf der Haut gebraten, das steht ihm ganz gut. Die ist auch so leicht knusprig, nicht zu ledrig. Er war vielleicht so 20 Sekunden zu lange in der Pfanne. Da ist so ein ganz kleines bisschen
durch, trocken. Aber hier auf der Seite, auf der dicken Seite, esse ich einfach mal von da, ne? Sieht eigentlich sehr gut aus. Und dann habe ich zweierlei Soßen hier auf dem Teller. Champagner, Schaum. Gut, das stand jetzt im Moment, aber man sieht es hier noch, dass das auch wirklich ein Schaum war. Safransoße auch sehr lecker. Was willst du da? Das ist so echt sehr gut gekocht. Sehr schön. Wir sind gebraten, auch genau richtig getroffen. Es ist schön geröstet, aber es ist eben nicht umgeschlagen, dass das dann zu herb oder zu bitter ist. Diese Gnocchi, auch die sind selber gemacht. Vielen, vielen Dank. Ich wusste, dass ich gut essen kann, aber die Küchenschlacht ist echt eines der besten Restaurants in ganz Deutschland. Das ist wahr. Das ist wahr. Das ist toll. So. Jetzt bist du in der Scheiße. Bis hierhin ist dieser Job hier immer total toll. Jetzt kommt so das, was ich eigentlich auch nicht gerne mache, aber ich weiß, es ist eine der Regeln. Und ich muss wirklich sagen, bei diesem Gericht hier, mit dieser Kartoffel-Würsinghaube, da konnte ich am Anfang nichts mit anfangen. Das ist gut umgesetzt. Und weil das für mich von der Innovativität, weil das einfach so toll und lecker gekocht ist und so unheimlich innovativ ist und diese Linsen mich so ansprechen, ist das für mich die klare Nummer eins. Und deshalb. Herzlichen Glückwunsch. Wow. Toll. Super. Und jetzt muss ich noch mal mich konzentrieren. Hier hat sich jemand die Mühe gemacht, zwei Soßen gekocht. Hier hat jemand sehr gar sicher operiert mit diesem en papillote. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Aber vom Aufwand her und von der Menge der Sachen und auch von der Stimmigkeit, was hier auf diesem Teller ist, ist für mich die Kartoffelkräutergnocchi sehr, sehr schwierig. Und deshalb muss ich sagen, leider scheidet aus der Heilbutt en papillote. Und weiter ist der Heilbutt mit Safran und Gnocchi. Oh, warte. Herzlichen Glückwunsch. Liebe Zuschauer. Ein super Halbfinale. Schalten Sie bitte morgen ein zu einem spektakulären Finale. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Morgen die Küchenschlacht, letzte in diesem Jahr, Freitag. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Super.